Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem ersten Video zum Spiel Final Fantasy 13. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr den Gegner Adamant Taimai besiegt. Diesen trifft man gegen Ende des Spiels das erste Mal. Im Storyverlauf ist man allerdings noch viel zu schwach, um diesen zu besiegen, da dieser mit einem Angriff ca. 8000 Schaden verursacht, sodass man sich diesem erst widmen sollte, wenn man die Trappe zu Edrons farmt für die Omega-Waffen und eben die Titanbarren fürs Jill. Die Drop-Wahrscheinlichkeit dieser beiden Gegenstände ist jetzt nicht so hoch, sodass man allgemein ja einige hundert von diesen umhauen muss, wenn man das Spiel auf Platin spielen will. Aber ich zeige euch hier jetzt mal die wohl schnellste Methode. Ihr braucht dafür drei MTP-Balken, da wir eine Esper benötigen. Equip-technisch solltet ihr ja, Tier 2 Waffen haben, und um die 2000 Angriffskraft so im Durchschnitt. So wie ihr hier sehen könnt, hab ich mir drei Paradigmen gemacht: einmal Drillingsspalier, mal Tretierer und Kerberos. Mal Tretierer ist eigentlich nur wichtig, weil ihr eure Anführer mal Manipulator sein muss. Was die anderen beiden sind, ist vollkommen irrelevant. So, dann beginnen wir mal den Kampf. Wir beginnen den Kampf als Drillingsspalier, damit wir eben gleich gebufft werden. Ihr bufft jeden aus eurer Gruppe Kurada. Das ist der einzige Buff, den ihr eigentlich casten braucht. Hast du und so kriegt ihr von den anderen beiden. Sobald ihr das gemacht habt, ruft ihr auch schon eure Esper herbei. Sobald diese dann da ist, wechselt ihr auf eure Paradigme, wo ihr eben eure Manipulator habt. Castet dann drei Runden lang Gemach, Diprotis und Deval. Wichtig von den dreien ist eigentlich nur Diprotis, damit eben die physische Resistenz geschwächt ist. Aber ihr steigert dadurch eben auch den Serienboni, der wichtig ist, weil eure Esper das sich alleine in den Schockmodus schafft. Sobald diese drei Sachen auf dem drauf sind, wechselt ihr auf die Kerberos-Paradigme und fangt an Schaden zu machen. Das ist auch schon das Letzte, was ihr machen müsst, so von den Paradigmen. Jetzt braucht ihr nur noch eure X-Taste durchhämmern. Eure Esper wird gleich verschwinden. Wir gehen nicht in den Metamorph-Modus, da wir, wenn wir da sonst in den Metamorph-Modus gehen, unser Serienbonus wieder auf Null gesetzt wird und das wollen wir ja nicht. Gleich verschwindet unsere Esper, der Serienbonus ist schon ordentlich hoch, das Adamant Taimai ist fast tot. Jetzt klappen wir mit den anderen beiden zu Ende. Wenn ihr so um die 2000 Angriffskraft habt, dauert der Kampf so um die 2 Minuten. Wenn ihr so, ja, wie ich jetzt Endcontent die besten Waffen im Spiel habt, dauert der Kampf eben nur 1,5 Minuten. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen.